Södele, da bin ich wieder. Jetzt habe ich auch meinen Flugplan wieder. Blöde Autopilot hat schon die Flugfreigabe durch. Wir sollen dann auf 8000 Fuß steigen. Das ist für mich erstmal okay. Können wir erstmal ignorieren. Wir sind schon ready to start. Also Maschinen starten. Ich hoffe, das funktioniert auf Anhieb. Aber die Mixture ist auf Auto Reach. Für alle vier. Und jetzt muss ich da oben hin. Ah, die Kamerasteuerung, ey. Muss mal ganz kurz zurücksetzen. Was ist jetzt mit der Kamera da? Muss man da mal Hotkeys machen. So. Full Pumps on für alle. Dann Nummer 3 starten. Muss mal kurz die Musik ausmachen. Ich glaube, das ist jetzt nicht gestartet. Na, das hat nicht funktioniert. Das klingt besser. Schauen wir mal. Gut. Dann die Nummer 4. 12. Das hört sich auch gut an. Ja, laufen. Dann die Nummer 1. Sehr gut. Oil Pressure kommt nach oben. Gefällt mir. Und die Nummer 2. Okay, alle Motoren laufen. Dann After Start Checks. Start selecting boost pumps. Off and off. Dann können wir schon mal Battery für switch. Taxi anfragen. Plane battery. Zurich ground, Swiss Air Foxtrot, Mike 229er, heavy. Können wir auch die Musik wieder anmachen? Checked and on. Swiss Air Foxtrot, Mike 229er, heavy taxi to and hold short of runway 34 using taxiway. Ground tower. Contact tower on 118 decimal, one when ready. After start checks, good. Taxi clearance, Hammer. Short runway 34 using taxiway, Swiss Air Foxtrot, Mike 229er, heavy. Cool. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Dann hätten wir das jetzt fertig. Motoren geht's gut. Alles okay. Dann sind wir eigentlich ready for Taxi. Jetzt schauen wir, ob wir eigentlich dahin müssen. Okay, wir müssen einmal nach hinten. Das ist aber kein Problem. Gastlock weg. Und Parking Brake lösen. Umkehrschub. Und dann geben wir mal ein bisschen Schmackis. Ist eine Spezialität der DC6, dass sie von selber nach hinten fahren kann. Man muss aber aufpassen, dass man hier nicht bremst, weil sonst wird der Arsch auf den Boden gedrückt. Muss man schön ausholen lassen. Taxi to the gate.
Und was ich weiß, Swiss Air ist der Vorgänger von der heutigen Swiss. Okay. Sehr gut. Umkehr ist draußen. Dann können wir eigentlich schon mal los. Na? Ein bisschen träge die Motoren. Oh, jetzt sind wir direkt in der Harmonie drin. So ein bisschen drunter. Das merke ich gerade, wenn man das Cockpit, dass es zu vibrieren anfängt. Ungefähr bei so 18.000. Da war ein Kollegen, der ein bisschen schnell unterwegs ist. Ist der gerade gelandet? Nee. Der ist einfach nur schnell unterwegs auf dem Taxi. Also Taxi mache ich gerne in der Ansicht. Langenehmer einfach. Oben sollte man eigentlich eine schöne Aussicht haben, weil die Nebelwand ist recht weit unten und nicht hoch. Jetzt ist ja gerade das 7 Update 7 kommen, Game of the Year Edition, und da haben sie auch diesen Zürcher Flughafen noch mal händisch nachgebaut. Sieht echt gut aus. Da ist die Haupthalle. Gate A, Gate B und Gate C ist hinten. Hier ist eigentlich immer am meisten los. Stehen aber eigentlich meistens Swiss-Flieger. Die Lackierung habe ich jetzt ja noch nie gesehen. Naja. Manchmal klingt es, als würde hier ein Jet irgendwo rumfliegen. Ah, da hinten ist ein Swiss-Flieger. Das sind so meistens die Billig-Airlines hier. Schaut, nur ein Swiss-Flieger. Wir könnten eigentlich schon mal bevor Takeoff machen. Also wir sind recht schwer, wir sind bei 98 von der Abpeak-Geschwindigkeit, also wir müssen nass starten. Und dann wären wir auch schon da. Das ist das spannendste Teil.
Okay. Dann machen wir mit dem Tower mal kurz quatschen. Bridge unlocked. Sit. Transponder. Take off clearance. Und bei dem jetzt beim Start stört, würde ich sagen, der soll mal automatisch mit der Flugkontrolle quatschen. Und ich mache mir die Karte auf. Na komm. Die werde ich mir jetzt irgendwo hierhin machen. Sind auf der falschen Bahn, kann das sein? Ja. Okay, cleared for takeoff. Los geht's. Und da werde ich jetzt auch mal die Musik ausmachen. Da werde ich mich jetzt gerade konzentrieren. Gut. Parking Brake rein und dann werden wir hier mal nass starten. Wett. Das mache ich vielleicht so hin. 30 inches stabilize. 30 inches stabilize. Und bei Manifold Pressure 5,50 ungefähr. Mal die Bremsen lösen und dann soll es losgehen. 30 inches stabilized. Calflaps. Calflaps. Calflaps sit. Full power, please. Going full power. Sound, eh? Ab geht's. Full power set. Ich werde jetzt ein bisschen brauchen, bis in der Luft ist. Und ziehen. Aber vorsichtig. Sehr gut. Gear up. Gear up, lights out, flaps up. Flaps going up. Die steigt richtig schön. Da sind wir schon draußen aus dem Nebel. Ziehen hier. Swiss Air Foxtrot, Maya 229 or heavy contact, Zurich departure on 125.955. Good day. Mal schauen, dass ich die Höhenrudertrimmung reinkriege. 125.955. Swiss Air Foxtrot, Maya 229 or heavy. Zurich departure, Swiss Air Foxtrot, Maya 229 or heavy is at 2,200 feet, climbing 8,000 feet. Jetzt ungefähr 1000 Fuß pro Minute. Clock power set. Sehr gut. After takeoff checklist, please. Off.
Also noch fliege ich selber. Null Autopilot. Sehr schön. Ein bisschen nachtrimmen hier. Das war schon zu viel. So, erstmal 8000. Ich gehe mal davon aus, wir werden dann auf 13 weitergehen. Cabin Pressure müssen wir schnell einstellen, das habe ich vergessen. Na komm. Ich stelle das schon mal auf 13.000. Ja, sagen wir mal 14.000. Okay. Dann können wir eigentlich jetzt wieder die Musik anmachen. Schlimmste ist vorbei. Und ab den Checkpoint da vorne werden wir dann mal schauen, dass wir einen Autopiloten reinmachen. Ausblenden, weil ich höre es ja sowieso. Ich weiß nicht, ist für mich eins der schönsten Flugzeuge, die DC-6. In wenigen Minuten sind wir dann schon in Deutschland. So klein ist die Schweiz. Spannend wird es dann, wenn wir in Gatwick sind, da ist vermutlich sehr viel los. Also ich muss schon sagen, wenn sie erstmal in der Luft ist, fliegt sie eigentlich sehr gut. So 6,5, soweit ist nicht mehr. Okay, wir werden jetzt schon mal den Gyro anmachen. Ist denn hinkrieg? Einmal. Zweimal. Dann wird er jetzt mal die Steigrate halten und die Richtung. Und wenn wir wollen, können wir dann hier mit dem Rad die Richtung nochmal verändern. Aber jetzt fliegt er erstmal. So, sehr gut. Foxtrot.
Aber wir müssen auf 16.000 hoch. Das ist hoch. Ich hoffe, er schickt das jetzt doch höher. Könnte gerade die Grenze sein für die Supercharger. Ich glaube, ich lasse den Autopilot erstmal aus. Also, den richtigen Autopiloten. Mal nur die Karte hier drin lassen. Schon schön. Schönes Flugzeug. Das ist also ein Punkt, was mir halt beim Flight Simulator echt gut gefällt. Einfach die Landschaft angucken. Das ist einfach echt geil gemacht. Kann man nichts sagen. Den Ziel kenne ich so gar nicht. Wenn ich das so richtig sehe, machen wir den mal hier größer. Fliegen wir, glaube ich, über Stuttgart, kann das sein? Nee, ich glaube, wir verpassen es gerade. Ich glaube, Stuttgart ist irgendwo. Jetzt Zürich ist irgendwo da. Wir können also über Frankreich fliegen. Dann übers Meer und dann London. Gut, 16.000. Ja, eben, mal gucken. Sobald wir bei 16.000 sind, Autopilot rein und dann schauen wir uns vielleicht irgendwas auf YouTube parallel an. So mein Plan. Solange wir hier keinen Ausfall haben etc. ist hier gechillt drin sitzen. Der Nebel geht in Zürich dann nochmal weg. Ich möchte eigentlich am Nachmittag noch raus. Aber wenn wir das so anschauen mit echt Wetter, kriegen wir heute einen echt schönen Tag. Jetzt kommt vermutlich ein wenig in Zürich, sehe das hier, diese ganze Nebelsuppe immer ist. Das ist ganz typisch für Zürich. Eigentlich die Musik überhaupt oder ist das Flugzeug zu laut? Doch, man hört sie. Okay. Es ist ein bisschen schade, dass man die Spieler nicht mit im Funk hat. Oh, schaut's mit der Temperatur aus. Nicht gut. Anti-Ice Window, P-Tode. Machen wir mal an. Geht nach oben. Und hier machen wir den hier.
jetzt müssten die Temperaturen nach oben gehen, nicht, dass wir hier noch Weisung kriegen. Das sieht sehr gut aus. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt doch mal auf den Piloten umstellen. Auf Localizer. Jetzt macht er eine kleine Korrektur, weil ich nicht ganz perfekt geflogen bin. Ich hoffe, er macht jetzt nicht die komplette Wende hier. Das hat er nämlich schon mal gemacht. Es ist nur sehr gewöhnungsbedürftig, wie er seine Korrekturen macht. Na, da oben sind zwei Kollegen. Drei sogar. Einmal, zweimal, dreimal. Es sind echt viele Leute immer mit dem Airbus unterwegs. So, wo hat er es jetzt? Okay, Steigrate ist aber noch die gleiche, 5,5 ungefähr, ja, lass es 6 sein. Meine Vollpressure schaut noch okay aus, muss man mal schauen, dass wir nicht unter 30 kommen. Flying Bulgaria. Ich bin gleich wieder da. Ist es eigentlich bei euch auch so arschkalt? Ich habe das Gefühl, die minus 6 Grad hier draußen. Wir sind so eine Spur zu langsam. Wir müssen langsamer steigen. Das sollen wir hier mit dem machen. Falsche Richtung. Flying Bulgaria 432 contact Zurich Center on 126.225. Good day. Gehen wir mal auf 500. Da sollten wir eigentlich wieder ein bisschen Speed kriegen. Wir sind einfach viel zu schwer. Man sieht es auch hier beim Ramp. Na. Da. 93.000. Von 102 maximal. 40 Passagiere, ein bisschen Gepäck und ein Haufen Sprit. Also Sprit haben wir mehr als genügend da. Ja, jetzt haben wir langsam schneller. Sehr gut. Was waren 16.000, ne? Sollen wir nochmal schauen? Ja, 16.000. Cabin Pressure habe ich, glaube ich, nicht auf 16.000. Ich hoffe echt, da lasst uns da was, sonst werde ich IFA canceln.
Also mal schauen, wie ich das dann mit YouTube mache, dass das dann hier ansehbar ist. Oh, wir sind ja schon da. Sind ein bisschen zu hoch. 128 Decimal Tree, Swiss Air Foxtrot, Mike 2, 29er Heavy. Ream Center, Swiss Air Foxtrot, Mike 2, 29er Heavy, 16,200 feet. Canary 8 Romeo Uniform, contact center on 127 Decimal 6. Good day. Swiss Air Foxtrot, Mike 229er, Heavy Ream Center, QNH 30 Decimal Tree, Tree continue to rig the implant. Okay, Traffic Control sagt, es ist jetzt nicht so schlimm. Dann bleiben wir erstmal da. Warten wir noch einen Moment, ob er doch mit einer Anweisung kommt, dass wir höher sollen. Aber sieht nicht so aus. Dann können wir mal auf Cruise gehen. Und dann kriegen wir auch ein bisschen Geschwindigkeit. Okay. Super Flugwetter. Das 350 km/h, das ist eigentlich schon krass, ne? So, jetzt schaue ich mal, wie ich das am doofsten hier mit YouTube mache. Ich will mal nämlich eine kleine Doku angucken. Doku. Mal schauen, ob es jetzt wie ist denn das Video, was ich gerade vorher gesehen habe? Ja, ich glaube, ich hab's. Okay. Wie kriege ich das jetzt da rein?
Center, Swiss Air Foxtrot, Mike 2, 2-9er, heavy. Request 12,000 feet. Swiss Air Foxtrot, Mike 2, 2-9er, heavy, descend and maintain 12,000 feet. Descend and maintain 12,000 feet, Swiss Air Foxtrot, Mike 2, 2-9er, heavy. Swiss Air Foxtrot, Mike 2, 2-9er, heavy, contact nearest center on 119er, decimal 825. Good day. So, jetzt haben wir erstmal auf 12,000 runter. Also so ein Sternmotor würde ich mir auch irgendwie an die Wand hängen, wenn es denn gehen würde, nur beim Optischen her. Das sieht einfach geil aus. Das kostet bestimmt ein kleines Vermögen, so ein Sternmotor, wenn du den neu kaufst. Boah, das stelle ich mir schwierig vor, wenn du da irgendwie sagst, ja, ich will da 100 Jahre altes Flugzeug irgendwie nachbauen, innen neu. Ja, das mit einem roter Blatt wäre auch geil. Aber so ein Sternmotor wäre natürlich das Ultimative. Aber das erstmal in die Wohnung reinkriegen. Aber ja, so ein Rotorblatt wäre mal der einfache Einstieg. Ich glaube, wenn du so ein ausrangiertes irgendwo findest, glaube ich, ist es ein bisschen günstiger.
Foxtrot, Mike 229er Heavy, contact London Center on 118.475. Oh, jetzt müssen wir zum ersten Mal London Center kontaktieren. Going to 118.475 Swiss Air Foxtrot, Mike 229er Heavy. London Center Swiss Air Foxtrot, Mike 229er Heavy is at 13.000 Fuß noch, dann sind wir bei 12. Ich fahre jetzt aber trotzdem schon mal an für 10.000. Und wir recht langsam sinken. Und Freigabe für 10.000 ist da. Erstmal auf 12. Eine 52. Absolut, wahre Worte. Habt ihr gewusst, dass bei der U-52 die Tankanzeige direkt bei den Motoren ist? Da musst du rausschauen. Da hat so einen kleinen Zapf, also so ein bisschen Stab, der nach oben und unten geht. Jetzt war da im Original kein Fenster drin.
Ist ja krass. Oh Mann. Oh Scheiße, wir müssen auf 4000 runter. Jetzt müssen wir jetzt aber schnell runter. Was, 3000 jetzt? Okay. 3000 Fuß. Dann gehen wir mit 1000 Fuß pro Minute runter. Ich weiß nicht, ob ihr den ATC soweit versteht. Oha. Jetzt wird spannend. Aber wir haben es auch wirklich nicht mehr weit. Puh. Steigt so langsam die Nervosität. Ja, absolut. Fällt mir auch sehr gut. Wirkt zwar im ersten Moment unübersichtlich, aber wenn man ein bisschen drin ist, ist man eigentlich schnell drin. Das ist noch die alte Radio-Coms, die man nie ausgebaut hat. Und jetzt sind wir bei Gatwick Approach. Ich glaube, das ist zu langsam, wir sind da noch schneller runter. Oh, das glaube ich ist alles zu spät. Da kriege ich niemals runter vom Speed in der Zeit. Ich werde jetzt gleich auf manuell umschalten und schauen, dass ich runterkomme.
So, ich schaue das mal kurz weg, weil ich muss mich konzentrieren. Puh. 4000 jetzt. Spannendster Moment jetzt. Autopilot aus. So, jetzt fliegen wir selber. Selber fliegt, kann ich jetzt da kein Video im Hintergrund haben. Jetzt kommt das Blut ins Wallung, ey. 4000. Oh, missed approach. Swiss Air Foxtrot, Mike 229er, heavy descent and maintain 2,000 feet. Falling 6-9er, 7-6, you are 1 mile east. Climb and maintain 4,000 feet, expect ILS runway 26 left approach by Willow transition. Clear to Willow. Descend and maintain 2,000 feet, Swiss Air Foxtrot, Mike 229er, heavy. Falling 6-9er, 7-6. Das mit der Sicht könnte jetzt sehr interessant werden. Ja, aber ich spüre zumindest keine Turbulenzen. Doch nicht. Aufdrängen before landing. Flaps 20. Setting Flaps 20. Weißt du was, ich mach das ohne. Puh. Tausend. Hinten schon der Runway.
Von Manifold Pressure bin ich zu weit unten. Das ist meine allererste Landung mit einer DC-6 in Gatwick. Falling 6-Niner, 7-6, you are 1,800 feet below your assigned altitude. Climb and maintain 3,000 feet QNH 30.24. Climb and maintain 3,000 feet. Falling 6-Niner, 7-6. Swiss Air Foxtrot, Mike 229er Heavy, you are 11 miles east of Gatwick. Contact Gatwick Tower on 124.23 when inbound. Tower, oh, die Schneise ist gar nicht an. Und ich selber ist irgendwie treffe. Gatwick Tower, Swiss Air Foxtrot, Mike 229er Heavy, 10 miles east inbound ILS runway 26 left approach. Swiss Air Foxtrot, Mike 229er Heavy, Gatwick Tower. QNH 30.24 wind 26 at 6. Cleared ILS runway 26 left approach. Oh, ich bin zu tief. Scheiße. Cleared ILS runway 26 left approach. Swiss Air Foxtrot Mike 229er heavy. Das ist jetzt gerade nicht so gut. Ich dürfte jetzt schon mal Wetten abschließen, ob wir sauber runterkommen. Warte, was meinst du? Schaff ich's? Clear to land runway 26 left, Swiss Air Foxtrot Mike 229er Heavy. Okay, Gears down. Ich hoffe, sie gehen raus. Ja, Fahrwerk ist draußen. Pressure auf 90. Scheiße. Full Flaps. Shit. Das sieht nicht so doof aus. Los, mache jetzt wirklich eine schöne Landung hier. Out.
Nein, scheiße. War schon schöner. Wow. Wir sind unten. Okay, dann wollen wir hier die Bahn verlassen. Okay. Auf der Landing Checklist. Und Taxi to the Gate. Wow. Nichts kaputt gegangen. Cool. Sehr geil. Gut. Ab zum Gate. Bin ein bisschen stolz. War nicht perfekt, aber okay. Was meinst du? Wie war die Landung? Ey, da ist noch ein Swiss-Flieger da hinten. Ja, Kipfer war doof, aber so wie es sich angefühlt hat, war er doch sehr sanft. Ich glaube, dass man nicht irgendwie eine Außenkamera hat, die parallel da irgendwie mitfilmt, damit man es sehen kann. Vielleicht mal fast einen zweiten Mitspieler. Ja, weil der Landebahn irgendwie steht und das filmt. Bin ich mal gespannt, wo er uns hinschickt. Ob er es zum effektiven Gate schickt oder zum Parkplatz. Ich glaube, ich habe es bei der Flugplanung gar nicht so weit definiert. Das ist immer hier Halligalli, Flight Simulator. So, das brauchen wir nicht mehr. Samstag Mittag um 1. Ja, da sind doch die Piloten immer unterwegs, oder nicht? Also ich bin hier schon mal gestartet und da war so viel los, dass ich knapp eine halbe Stunde warten musste, bis ich abheben durfte oder konnte. Am schlimmsten sind dann immer die Superhelden, die auf der Startbahn starten. Also vom Simulator her. Es ist super nervig. Er schickt uns wirklich zum Gate.
Aber mit der Rampe kommt der bei dem Flieger aber nicht rein. Ich weiß nicht, wenn ihr das Video zu der U F13 weitersehen wollt, schicke ich gerade mal den Link in den Live-Chat, weil, nachdem ich jetzt hier das abgerüstet habe, war es das erstmal. Wobei, na, wisst ihr was? Nee, gar nicht. Wir schauen uns noch die U52 an, im Simulator. Den werde ich dann gleich mal reinladen, damit wir den mal gesehen haben. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, oder? Kann man da mal stehen. Und einmal abrüsten hier, bitte, danke. Parking brake is set. Cut engines. Engines. Noch die Nummer 2. Okay. Gut. Das war's. Kein Absturz. Also, stehen noch die Statistiken da. Was mich jetzt noch interessiert, jetzt schauen wir mal bei Volanta rein. Und schauen uns mal die Statistiken an. Flug abschließen. Flug betrachten, schauen wir mal. Statistiken, Landungsrate war 355, naja, 1,18 G. Hätte besser sein können. Das ist der ganze Flug, den wir heute gemacht haben. Cool, cool. Da können wir uns nochmal hier das anschauen. Ja, passt. Sauber. Okay, also, ich werde mal erstmal ganz kurz auf die Toilette gehen. Dann werde ich die U52 laden und schauen uns die mal im Simulator an. Und vielleicht kriege ich sie ja sogar geflogen. Mal gucken. Also, bis gleich. Gib mal den Pause-Screen.